sollte alles nur umsonst. Nur nicht zurück nach vorn geht's jetzt. Hi Leute, mein Name ist Jasmin. Wir sind heute im Auftrag der Azubi-Botschaft unterwegs. Wir sind in Petschau bei der Neueröffnung vom Rewe. Wir interviewen heute die Spitzenfische. Vielleicht stellt ihr euch kurz mal selber vor. Ich bin Oskar, ich bin der Sänger der Band. Ich bin Kevin, ich bin Gitarrist und Sänger. Ich bin Karl, ich bin der Keyboarder der Band. Ich bin Arthur und der Schlagzeuger. Ich bin Richard und ich bin der Bassist. Okay. Ihr seid ja alle noch ziemlich jung. Ja, schon. Studiert ihr oder arbeitet ihr? Von allem ein bisschen. Also drei von uns studieren, einer macht eine Ausbildung, einer arbeitet und ein Schlagzeuger bei uns, der geht noch in die Schule. Der arbeitet, ist aber heute leider nicht da. Ja, wer hat das denn Fragen nach? 15. 15? Perfekt. Ja, das ist die meiste Dank. Wer? Du hast jetzt mich auf Uni war, ne? Ja, ich habe Wo arbeitest du denn hier? Ich habe bei der Lehre gearbeitet. Und bin jetzt aber auch nach Dresden gezogen und habe dort eine Schülerin gemacht. Ah, okay. Welche Richtung? Wirtschaftsinformatik. Okay. Organisiert ihr euch so, wenn ihr noch in die Schule geht oder studiert während der Proben? Ist es schwer für euch, das alles auf einen Punkt zu kriegen? Was heißt schwer? Wir machen unter der Woche größtenteils alle unser Ding und am Wochenende müssen wir halt proben, zu Auftritten fahren und dadurch, dass wir halt an unterschiedlichen Orten wohnen, bleibt das Wochenende. Ach so, ihr wohnt gar nicht alle, wo wohnt ihr denn? So Petschau, Senftenberg? Ja, einer in Senftenberg, einer in Ortrand, ganz im Süden Brandenburgs und die restlichen vier alle in Dresden. Wow, okay. Ja. Passt. 50% steht entweder proben oder halt auch sogar noch auf dem Plan. Also, das ist dann schon festgesetzt. Da wird halt meistens nur vorher in der Woche irgendwie gefragt wegen Uhrzeit und gar nicht erst gefragt, ob überhaupt geprobt oder gespielt. Nee, das geht eigentlich jeder davon aus. Da wird doch nicht gefragt, könnt ihr, sondern das steht einfach fest. Okay. Die einzigen, die da fragen, sind die Omas. Ja. Auch mal, wenn sie Geburtstag haben, das passt schon. Okay, habt ihr euch das selber angeeignet oder habt ihr auch eine Musikschule besucht? Also, wir haben alle eine Musikschule besucht. Soweit ich weiß. Teilweise gehen wir auch noch auf eine Musikschule, je nachdem, wie wir Zeit haben. Ja, aber mittlerweile sind wir auf einem ganz guten Stand, glaube ich, dass wir viel im Proberaum auch selbst uns aneignen können. Okay, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wann habt ihr angefangen? Seit wann gibt es euch schon? So gesehen seit Anfang 2015. Kennengelernt ist eine große Frage, weil der Schlagzeuger und ich sind Brüder. okay. Unser Pianist ist unser Cousin. Aha, Familie. Ja, wir sind so ein kleiner Hilfe, der wieder vereinbart. Ja, dann der Karl, der heute nicht da ist, den haben wir über befreundete Eltern kennengelernt. Der wohnt quasi bei uns im Nachbardorf. Da wusste man, dass er Gitarre spielt. Kevin ist erst ein Jahr oder anderthalb Jahre später dazugekommen. Der war vorher solo unterwegs und wir wussten halt dadurch schon, was er konnte und wollten ihn dann halt dabei haben. Ja, und zu guter Letzt ist dann Richard am Bass 2017 dazugekommen. Im Herbst 2017 ist. Genau. Und vorher habe ich Bass gespielt, das ist doch ein deutlicher Unterschied zum Glück. Ja. Okay, aber es war ja am Anfang irgendwie ein Zwei-Mann-Projekt. Ich habe irgendwie gehört mit Vater und Sohn oder irgendwie. Oh, das ist so eine ganz alte Geschichte. Das ist ganz, ganz alt. Von 2012 ganz alt. Noch. Das, okay. Ja, wir fangen lieber bei 2015 an. Das ist einfacher zu erklären. Okay, alles klar. Der Name Spitzende Fische ist ja schon ziemlich lustig. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Einklingen, das ist auch. Das ist eigentlich der einzige Sinn hinter dem Namen, dass man das jetzt schnell merkt. Weil wir haben es halt überall dran stehen, auf sämtlichen Werbeutensilien, auf dem Bus, wie auch immer. Und wenn du halt Schützenfische liest, das rutscht halt so, also meine Erklärung, es rutscht halt so automatisch ins Unterbewusstsein. Und wenn du dann halt sowas überlegst, ja, was habe ich halt gesehen, das hieß irgendwie ganz komisch. Und dann fällt es einem eigentlich sofort ein. Also, man sieht es immer auf den Lippen von den Leuten, die an einem vorbeifahren, Spitzenfische. Und dann freuen sich immer. Also es hat jetzt aber keinen besonderen Hintergrund oder so. Nee, also eine coole Geschichte oder sowas gibt es dazu leider nicht. Aber die wollen immer alle hören, weil der Name schon speziell ist, ja. Aber nee. Inspiration, wo ich
festhalte? Wenn dann jeder einzeln für sich, weil jeder irgendwie für sich so eine komplett andere Musikrichtung privat hört. Und da glaube ich, jeder so einzeln für sich sein eigenes Idol, wo er dann hinterher eifern kann. Und, ja. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir als Band jetzt irgendwem hinterher gucken. Also jeder sein. Genau. Okay. Ja, ja. Was schätzt ihr an Brandenburg? Ja. Ja, nö, was schätzt man an Brandenburg? Ich glaube, der Spreewald ist was unglaublich viele Leute anzieht, an das Lausitzer Seenland, was jetzt immer mehr im Kommen ist, was auch immer mehr Touristen anzieht. Es sind viele Badeseen, die mittlerweile sehr schön gestaltet sind. Ich glaube, das sind so Dinge, die Brandenburg sehr schön machen. Auch der Helene-See in Frankfurt oder wo natürlich jedes Jahr ein großes Festival ist und so eine Sachen. Ja, also ich denke mal, dass die beiden erfüllen. Das ist das Nächste, genau. Stimmt. Schreibt euch mal ein paar Sachen. Mega, mega geil. Nö, das ist in Ordnung. Ja. Wovon handelt also meistens eure Texte? Ihr habt ja jetzt ein Album. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, glaube ich, zum Großteil versucht, Situationen darzustellen, die eigentlich sogar ziemlich alltäglich sind, die so jeder durchleben kann. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also eigentlich Situationen, die jeder so durchleben kann, die jeden treffen können, und in der Hoffnung, dass sich dann auch möglichst viele damit auseinandersetzen und wenn es mal nicht so gut läuft, genau. Oder wenn es halt mal gut läuft, so das ist halt alles, was so Leute in unserem Alter gerade beschäftigt eigentlich. Was würdet ihr jungen Menschen, so in eurem Alter, mit auf den Weg geben? Ja, also das trifft ganz gut. Am Ball bleiben, auf keinen Fall aufgeben, immer weitermachen, auch wenn man mal halt erstmal einen Rückschlag gibt oder sowas. Genau, auf jeden Fall nicht aufgeben. Es gibt sehr viele coole Sachen auf der Welt. Also man muss sich immer über die schiefe Bahn kommen. Also, wenn man sich die Mühe gibt, Kopf anstrengt, da fällt eben schon ein cooles Hobby ein. Was jetzt nicht irgendwie mit komischen Sachen zu tun hat. Okay, das klingt gut. Letzte Frage, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, ihr wollt auftreten. Was habe ich hier? Wo seht ihr euch in ein paar Jahren? Ihr habt doch bestimmt irgendwelche Ziele oder Wünsche oder. Eigentlich was nicht. Denkt ihr? Also, wir versuchen grundsätzlich das Beste zu machen, aber können jetzt nicht sagen, dass wir jetzt unbedingt in 5 Jahren an einem gewissen Punkt sein wollen. Wir tun, was wir können, versuchen so weit zu kommen, wie wir können, und wenn das klappt. Und wenn nicht, dann nicht, und dann, ja. Wir haben uns ja auch schlecht irgendwie, also bisher ging das ja schlecht. Wir haben uns ja vor 2 Jahren noch nie gedacht, dass wir 2018 im Sommer auf der Helene Beach da stehen. Oder 2019 vor Rewe in Fetcher. Noch krasser. Ich wollte keine Ahnung. Welcher Gig war für euch der größte bisher? Weil ihr kommt ja schon ganz schön rum. Ja, ich hätte das auch. Habt das jetzt auch, ne? Das ist für Stadtfest. Genau, ja. Genau. Was war der coolste Gig bisher? Kann man das sagen? Lene, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, Lene, wie schön. Und da, wo wir am meisten erlebt haben, eigentlich. Hinter der Bühne, auf der Bühne, vor der Bühne. Unter der Bühne. Auch unter der Bühne. Alles, was dazugehört. Okay. Mega cool, schön, dass wir das machen dürfen. Wie gesagt, wir machen ein paar Fotos mit. Wir schicken die euch zu, das Video sowieso. Danke euch für eure Zeit. Doch an allen anderen dich haben vergessen, wie viel Leben uns bleibt. Wir wollen alles sein, nur nicht wer wir sind. Haben Angst vor Einsamkeit, doch stecken mittendrin. Fuck die Revolution, doch sie schweigt. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Kann mich irgendjemand hören?